zum zweiten Teil zu Abwesenheiten und Pivot. Wir haben ja hier im ersten Teil uns diese Liste mit Power Query erstellt. Hier vielleicht nochmal ein Nachtrag. Wir sollten darauf achten, dass der Haken bei Sortieren, Filtern, Layout für Spalte beibehalten gesetzt ist, damit beim Aktualisieren auch die Formeln dann jeweils mit erneuert werden. Dann haben wir über den Reiter Einfügen Pivot-Tabelle uns eine Pivot-Tabelle erstellt und jetzt wollen wir die mit Daten füllen. Ich schiebe hier zuerst die Mitarbeiter in die Zeilen und die Abteilungen. Dann fangen wir mal hier mit dem Datum an in die Spalten. Ganz oben das Jahr, dann gefolgt vom Monat, dann das Datum und dann wollen wir noch den Wochentag haben. Dann schieben wir den hier hin. In die Werte kommen der Abwesenheitscode. Da sehen wir, da kriegen wir erstmal hier unten in den Feldeigenschaften ist das angezeigt. Der bildet hier erstmal die Anzahl. Ich gehe mal auf Wertfeldeinstellung. Wir wollen hier die Summe haben. Ja, dann haben wir jetzt erstmal hier alle Werte drin. Und dann gehen wir mal hier in Pivot Table Tools. Und ich gehe jetzt erstmal in den Entwurf. Wir schalten erstmal hier die Teilergebnisse aus und die Gesamtergebnisse und als Berichtslayout lege ich fest, ich will das hier im Tabellenformat haben. Dann als nächstes möchte ich hier das nicht bei Summe von Abwesenheitscode belassen. Ich benenne das um und nenne das Abwesenheiten und dann gehen wir mal hier jetzt auf Analysieren. Ich will hier die Schaltflächen nicht angezeigt bekommen, plus minus, und die Feldkopfzeilen will ich auch nicht haben. Die nehmen wir hier schon mal raus. Dann gehen wir mal hier in die Optionen und gucken mal, was wir hier einstellen können. Zum Layout. Ich will hier Zellen mit Beschriftungen zusammenführen und zentrieren. Das betrifft dann hier oben die Überschrift und auch hier die Mitarbeiter. Und die Spaltenbreiten, die sollen bei Aktualisierung nicht automatisch angepasst werden. Dann formatiere ich jetzt das Datum noch über die Feldeinstellungen hier oben. Gehe auf Zahlenformat, mache das hier Benutzer definiert. Kriege ich schon das Datum angezeigt und ich nehme hier Monat und Jahr raus. Zweimal T bedeutet, er zeigt mir hier also hier nur den Tag zweistellig an und das kann ich dann hier ebenso bestätigen. Kann hier mal die Feldliste ausschalten, die brauchen wir im Moment nicht. Und dann suchen wir uns jetzt mal hier im Entwurf in Format aus für die Tabelle. Ich habe hier schon ein benutzerdefiniertes eingerichtet, weil ich die Pivot-Tabelle ja hier schon vorbereitet habe. Das kann hier über Ändern bearbeitet werden und formatiert werden. Da kann hier jeder seinen spielerischen Neigungen freien Lauf lassen und hier ausprobieren, was ihm am besten gefällt. So, und dann haben wir hier jetzt unten noch hier ein Leerfeld und hier Nullen zu stehen. Woher kommen die? Ich habe ja hier bei den Abwesenheiten Beginn und Ende als ersten Datensatz eingetragen vom 1.1. bis 31.12. ohne Mitarbeiter, ohne Abteilung. Und das wirkt sich jetzt hier natürlich aus in der Pivot-Tabelle. Ich habe das aber gemacht, damit überhaupt die Daten für das ganze Jahr vom 1. Januar bis 31. Dezember zur Verfügung stehen. Denn für die Mitarbeiter geben wir ja immer nur bestimmte Tage ein und sonst kriegen wir ja nicht alle Daten hier angezeigt. Jetzt müssen wir also noch dafür sorgen, dass die Nullwerte hier unten rauskommen. Und das machen wir, indem wir hier in die Optionen gehen, auf Erweitert und dann scrollen wir mal hier runter. Und da haben wir Optionen für die Anzeige in diesem Arbeitsblatt, nämlich hier Tabelle 2. Und wir nehmen den Haken hier raus bei in Zellen mit Nullwert eine Null anzeigen. Wollen wir nicht. Dann können wir das bestätigen
und haben die Nullwerte eliminiert. Und dann können wir jetzt mal hier die Spalten noch ein bisschen verkleinern. Ich markiere hier mal alles. Okay, die Spalte machen wir wieder größer. Okay, sieht das schon ganz ordentlich aus. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Trick, sage ich mal. Wie kriegen wir hier die Werte nun dazu, dass die uns als Text ausgegeben werden? Ich stelle mich hier mal in den ersten und gehe in die bedingte Formatierung. Wir werden das über die bedingte Formatierung machen. Ich will hier eine neue Regel erstellen. Und ich will das tun für alle Zellen mit Abwesenheitenwerten. Deswegen habe ich hier das Abwesenheiten genannt. Und ich will Zellen formatieren, die einen Wert enthalten. Nämlich, wenn der Wert 1 ist beispielsweise, dann soll er mir hier folgendermaßen formatieren. Ich gehe hier auf Zahlen, Benutzer definiert, markiere hier den Standard und in Anführungszeichen und großes U soll er mir nämlich für den Wert 1 ein U anzeigen und soll mir das dann ausfüllen mit dieser Farbe. Und dann sehen wir, das klappt. Das können wir dann hier für die weiteren Werte genauso machen, also für Krankheit, Sonderurlaub und Lehrgang. So, und dann wechsle ich jetzt mal schon in meine fertige Pivot-Tabelle. Wir sehen, ich habe ja hier auch die Wochenenden farblich markiert und für die Feiertage habe ich hier eine Tabelle angelegt. Die habe ich also hier benannt und ich gehe jetzt hier nochmal in die bedingte Formatierung, in die Regeln verwalten, möchte ich das zeigen. Hier stehen dann also alle Werte drin, die schon formatiert sind und die Feiertage lassen wir uns über eine Formel anzeigen, über die S-Verweisfunktion. Das ist dann hier unten anzuklicken und wieder für alle Zellen mit Abwesenheitswerten. Und ich habe hier zum Beispiel bei Schrift dieselbe Farbe nochmal gewählt, damit die Tage dann hier praktisch überschrieben werden mit der gleichen und dicht, also mir dicht angezeigt werden. Wenn wir in der Abwesenheitstabelle Daten von bis eingeben und es ist ein Feiertag dazwischen, dann möchte ich nicht, dass der da angezeigt wird. Deshalb nehme ich als Schriftfarbe einfach dieselbe Farbe wie die Ausfüllfarbe und dann sehen wir das hier nicht. Das ist also die Formel S-Verweis. Er guckt hier in der Zelle C6 nach dem Datum und sucht sich das hier in der Matrix Feiertage und nimmt dann aus der ersten Spalte einen Treffer, der genau ist. Gucken wir uns nochmal die Wochentage an. Da tragen wir einfach hier genauso wieder über eine Formel für alle Zellen Abwesenheitswerte. Die Formel ein Wochentag C$6. Das Dollarzeichen steht hier hinter der Spaltenbezeichnung, damit er uns das hier senkrecht anzeigt. Und das zweite Argument ist eine 2. Das bedeutet, dass der Montag mit 1 beginnt und dann ist hier der Freitag eine 5. Und wenn der Wert der Wochentag also größer als Freitag ist, größer als 5, dann soll er mir für Samstag und Sonntag hier eben eine graue Formatierung anzeigen. Ja, dann haben wir das soweit. Wir können ja jetzt hier dann nochmal einen Wert eingeben. Nehmen wir mal, müssen wir mal gucken, wir kriegen jetzt hier also die Abteilung automatisch. Der hat hier vom 7. bis 15. Dann nehmen wir nochmal vom 18. beispielsweise bis 25.01. Da geben wir ihm mal Sonderurlaub. Und wichtig ist, wir müssen das jetzt aktualisieren. Ich muss hier dazu in der Tabelle stehen und ich habe hier in der Leiste für den Schnellzugriff mir die Schaltfläche alles aktualisieren eingebaut. Die betätige ich einmal, dann wird mir hier die Abwesenheitsliste aktualisiert und wenn ich die jetzt hier nochmal betätige, dann sehen wir, dann trägt er uns hier den Sonderurlaub ein. Ja, und hier unten habe ich mir über Analysieren, Datenschnitt einfügen, kann ich also Monat und Abteilung mir anzeigen lassen. Und dann können wir
hier die Werte wählen. Und wir haben eine tolle grafische Darstellung unserer Abwesenheiten für die Mitarbeiter. Dasselbe könnte man natürlich machen für eine Schichtplanung, Früh-, Spät- und Nachtschichten. Ja, ich wünsche viel Spaß beim Nachbasteln und Ausprobieren. Okay.